Bei Excel möchte ich mehrere Diagramme vernünftig auf einem Tabellenblatt ausrichten. Ich möchte mehrere Kreisdiagramme hier erzeugen und die sollen exakt ausgerichtet an den Spaltenkanten verteilt werden. Zunächst erzeuge ich mir ein paar Kreisdiagramme. Ich habe hier vier Zeilen über mehrere Jahre. Ich markiere den Datenbereich hier 2006, erzeuge über Einfügen Kreisdiagramm hier, normales 2D-Kreisdiagramm für den Bereich und sehe hier ein Kreisdiagramm. Ich schiebe das mal so ein bisschen nach links. Und jetzt will ich noch ein zweites Kreisdiagramm haben. Ich markiere den Datenbereich hier von Zelle A1 bis A5 und mit Steuerung gedrückt markiere ich die entsprechenden Daten hier aus dem Jahr 2011 und erzeuge ebenfalls über Einfügen Kreis hier ein Kreisdiagramm. So, jetzt habe ich zwei Diagramme, die zeigen im Prinzip hier mit den Farben, ne, die gleiche Legende. Also ich könnte die Legende hier einmal vielleicht entfernen. Das will ich hier über Layout, Legende, keine Legende anzeigen. Ja, und jetzt liegen die Kanten der beiden Diagramme nicht so wirklich scharf aneinander. Wenn ich beim Verschieben, ich bewege jetzt das Diagramm frei mit der Maus, wenn ich beim Verschieben die Taste Alt gedrückt halte, rastet mir das Diagramm an den Kanten. Ich bewege die Maus jetzt ein wenig nach oben, rastet mir das Diagramm sauber an den Kanten hier von Zeilen und Spalten an. Das heißt, wenn ich es nach links schiebe, ja, habe ich es jetzt hier exakt auf der linken Seite ausgerichtet. Wenn ich das Diagramm verkleinere, ich möchte es mal hier so weit verkleinern, dass es mit der Spalte D rechts abschließt. Ja, ich gehe hier auf die Kante, halte die Alt-Taste jetzt wieder gedrückt, bewege das nach links. Ich sehe, es ist an Spalte E, es ist an Spalte D ausgerichtet. So, jetzt möchte ich das Diagramm daneben noch entsprechend verschieben. Ich sehe, na, also ein bisschen nach unten muss ich es auch noch mal bewegen. Jetzt bewege ich dieses Diagramm nach links. Mit der Maus macht das keinen Spaß hier ohne Alt. Ich drücke mit Alt-Taste, bewege es nach links und es rastet sauber hier an den Kanten an. Auch hier möchte ich es verkleinern bis zur Spalte H. Nehme hier den rechten Rand von meinem Objekt. Mit gedrückter Taste Alt verschiebe ich das Objekt nach links und habe jetzt hier saubere an den Spalten ausgerichtete Diagramme. Ich habe nämlich beim Drucken häufig den Effekt, dass gerade bei so einem Diagramm, was so ein bisschen nach rechts noch überragt, dass das dann auf mehrere Seiten verteilt wird. Das habe ich jetzt hiermit verhindert.